Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. In den USA finden heute entscheidende Wahlen statt. Auf Trumps Spuren hoffen die Republikaner auf eine neue Mehrheit im Kongress und Trump selbst auf ein Comeback. Wir schalten dazu live nach Washington. Ärztenotruf, ein Super-GAU-Drohe bei der Gesundheitsversorgung, weil MedizinerInnen fehlen, sagt die Ärztekammer. Mehr Medizinstudierende brauche es aber nicht. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhardt ist dazu Gast im Studio. Schulfreunde hat sich der grüne Ex-Politiker Christoph Chorherr mit Spenden für ein Schulprojekt in Afrika von prominenten Investoren bestechen lassen. Seit heute stehen 10 Angeklagte vor Gericht. Rund 250 Millionen Menschen in den USA sind heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Bei den sogenannten Midterms zwischen zwei Präsidentenwahlen beteiligen sich üblicherweise aber weniger als 50%. Die Demokraten haben im Kongress derzeit in beiden Kammern eine knappe bis ganz knappe Mehrheit. Aber traditionell wird bei den Midterms die Partei des amtierenden Präsidenten abgestraft. Und der Demokrat Joe Biden ist ohnehin nur wenig populär, vor allem wegen der Wirtschaftslage. Bei den noch oppositionellen Republikanern kandidieren vor allem Fans von Ex-Präsident Donald Trump, der den Wahlkampf auch zur Werbung für ein Comeback genützt hat und für seine Propagandalüge von gestohlenen Wahlen. Aus den USA, Sarah Emler. Die Zwischenwahlen in einem Land, in dem gesellschaftliche Polarisierung und Misstrauen derzeit zum Alltag gehören. In Arizona etwa haben sich zivile Gruppen organisiert, um Wahlboxen für die frühe Stimmenabgabe rund um die Uhr zu beobachten. Und das teils bewaffnet. Andernorts wurden WählerInnen bei der Stimmenabgabe fotografiert. Bereits jetzt gibt es Dutzende Beschwerden, vorwiegend von Minderheiten, die mehrheitlich demokratisch wählen. Aufgrund der kampierenden Menschen wollten sie nicht mehr wählen gehen. Diese Berichte sorgen für Unruhe bei den Wahlorganisatoren. Dennoch sind sie zuversichtlich. Ich bin sehr besorgt, dass irgendwelche Unruhestifter versuchen, den Wahlprozess zu stören und somit Wähler und Wählerinnen einschüchtern. Das Gute ist, dass wir so viele Leute haben in allen Bereichen, die dafür sorgen, dass die Dinge reibungslos ablaufen. Die Themen, die Motivationen, wählen zu gehen, sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Was mich hierher zum Wählen gebracht hat, sind meine Vorfahren. Ob sie schwarz oder weiblich waren, sie durften nicht wählen. Also muss ich die Fackel für sie weitertragen. Frauen sollten die Rechte über ihren eigenen Körper haben. Die Regierung sollte darüber nicht entscheiden dürfen. Wir erholen uns gerade von einem wirtschaftlichen Einbruch, die Pandemie, Lieferkettenprobleme auf der ganzen Welt. Und ich denke, wir meistern es ganz gut. Und die Republikaner machen es sich hier leicht. Sie geben US-Präsident Joe Biden die Schuld an der Inflation. Gleichzeitig genießen sie, dass ihnen bei wirtschaftlichen Themen mehr Kompetenz zugesprochen wird. Die Midterm Elections, sie sind nicht nur ein Stimmungstest für den aktuellen US-Präsidenten Joe Biden. Sie zeigen auch, wie sehr sich die wiederholte Lüge der gestohlenen Präsidentschaftswahl vor allem bei republikanischen WählerInnen gefestigt hat. Es gibt viele Möglichkeiten, um Wahlstimmen zu fälschen. Das System ist nicht sicher genug und die Maschinen können gehackt werden. Für diese Behauptungen gibt es keinerlei Beweise. Und dennoch ist bei etwas mehr als 300 Kandidaten der Republikaner nicht klar, ob sie eine Niederlage anerkennen werden. Die Wahlen heute, sie sind ein Härtetest für die älteste Demokratie der Welt. Und wir gehen jetzt live zu unserem Korrespondenten Christoph Kohl in Washington. Wie groß ist denn tatsächlich die Gefahr, dass morgen Wahlergebnisse nicht akzeptiert werden? Ich glaube, dass diese Gefahr durchaus gegeben ist. Wir haben es ja gerade gehört, dass hunderte Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner sich vor der Wahl nicht darauf festlegen wollten, ob sie das Ergebnis anerkennen werden oder nicht. Und ich glaube, dass, wenn sie morgen verlieren sollten, im Fall von Niederlagen dieses Ergebnis tatsächlich nicht anerkennen werden. Außer diese Niederlagen sind so groß, dass man sie selbst mit den abenteuerlichsten Theorien nicht mehr wegreden kann. Und wir sehen auch heute, wie Donald Trump den Boden für solche Anfechtungen bereitet. Zum Beispiel im Bundesstaat Wisconsin, wo ein Senatsrennen sehr knapp werden könnte. Da spricht er schon von Unregelmäßigkeiten und ruft zu Protesten auf. Und auch im Bundesstaat Pennsylvania, auch ein sehr umkämpfter Bundesstaat, da wollen die Republikaner
Republikaner tausende Wahlkarten für ungültig erklären lassen. Historisch gesehen ist es extrem unwahrscheinlich, dass die Demokraten die Mehrheit im Parlament behalten können. Bei Midterm-Elections in der Vergangenheit hat außer George Bush unmittelbar nach 9/11 jeder Präsident, amtierende Präsident, so um die 40 Sitze verloren. Aber ist Joe Biden dann ab morgen eine sogenannte Lame Duck, eine lahme Ente, der gar nichts mehr politisch durchbringen kann? Schon ziemlich. Um etwas politisch durchzubringen, wird er auf sogenannte Executive Orders, also auf Dekrete, zurückgreifen müssen. Sollten die Demokraten den Senat behalten, dann können sie zum Beispiel weiterhin wichtige Richterposten besetzen. Aber die Republikaner lassen keine Zweifel daran, dass sie Joe Bidens Politik, soweit es geht, blockieren werden, dass sie ihm das Leben so schwer wie möglich machen werden, unter anderem auch mit parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Und die radikalsten Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner, die wollen auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden anstreben. Auf welcher rechtlichen Basis, das ist nicht nur mir ein Rätsel. Das ist eine wirklich spannende Wahl. Morgen ist bei den Republikanern kandidieren ja vor allem Anhänger von Donald Trump, der seit 2 Jahren mit dieser Lüge von der gestohlenen Präsidentenwahl durchs Amt zieht und der nächste Woche offenbar bekannt geben will, dass er 2024 nochmal kandidiert. Aber hat er denn eine reelle Chance, nochmal Präsident zu werden? Naja, ausschließen kann man es natürlich nicht, aber Fakt ist, die letzte landesweite, bundesweite Wahl, die hat Donald Trump verloren. Und auch derzeit sehe ich trotz der Stimmungslage keine Mehrheit für einen Kandidaten, für einen Präsidenten Donald Trump. Und auch wenn man mit republikanischen Granten hier in Washington spricht, dann wünschen die sich einen anderen Kandidaten, jemanden, der zwar Trumpsche Politik macht, der so spricht wie Trump, aber der nicht Trump heißt. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, genannt. Aber jetzt muss Trump seine Kandidatur erstmal offiziell machen. Ankündigen tut er diese ja schon seit langer Zeit. Christoph Kohl, vielen Dank für diesen Live-Bericht direkt aus Washington. Und wir wechseln damit das Thema und kommen zur Gesundheitsversorgung in Österreich, wo die Ärztekammer ja seit langem vor einem Mangel an Medizinerinnen und Medizinern warnt. Dabei ist das Interesse am Studium enorm. Rund 12.000 junge Menschen machen jedes Jahr den schweren Aufnahmetest. Nur die besten 1.850 werden dann genommen. Aber dabei werde das Falsche geprüft, sagen Kritiker. Jetzt soll der Test verändert werden. Am Ärztemangel in bestimmten Fächern, im Spital und in Kassenpraxen, vor allem am Land, wird das aber vorerst nichts ändern. Obwohl die Bevölkerung wächst, ist die Zahl der Kassenpraxen in den letzten Jahren leicht zurückgegangen, während die Zahl der WahlärztInnen um rund 40% gestiegen ist. Aber auf konkrete Lösungen können sich Bund, Länder, Krankenkassen und Ärztekammer bisher nicht einigen. Lautstark macht heute wieder das Pflege-, Gesundheits- und Sozialpersonal in Wien auf sich aufmerksam mit der Forderung nach mehr Geld. Hilferufe aus dem Krankenhaus- und Pflegebereich gibt es schon lange. Erst vergangene Woche hat der Primar der Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Wien-Floridsdorf gekündigt, weil die Personalsituation für ihn untragbar sei. Die Wiener Ärztekammer ruft die Ärzte und Ärztinnen dazu auf, Gefährdungsanzeigen einzubringen, wenn die Versorgung in den Spitälern nicht mehr möglich ist. Der Wiener Gesundheitsverbund fühlt sich attackiert. Es ist ganz klar, dass hier versucht wird, das schlecht zu reden. Ich finde es persönlich schade. Wir kennen eher den Weg, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und es ist auch, wie gesagt, die Ärztekammer aufgerufen, Teil der Lösung zu sein. Eine Lösung muss her. Laut Gesundheit Österreich fehlen bis 2030 alleine in den Krankenhäusern 6.000 Beschäftigte, um Pensionierungen und den steigenden Bedarf in der Gesundheitsversorgung decken zu können. Bei den Pflegekräften werden es Schätzungen zufolge österreichweit sogar bis zu 100.000 Personen sein. Doch die Situation wird sich so schnell nicht ändern, denn es kommen zu wenig Jungärzte nach. Ärztinnen und Ärzte haben mittlerweile andere Anforderungen an ihren Beruf. Sie wollen nicht mehr rund um die Uhr an 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag als Arzt, als Landarzt zur Verfügung stehen, sondern sie wollen auch geregeltere Arbeitszeiten haben. Und da braucht es einfach mehr Köpfe, da braucht es ein Mehr an Personal und die müssen wir zur Verfügung stehen, die müssen wir ausbilden. Zum Thema Ausbildung hat vor wenigen Tagen der steirische Spitalsarzt Reinhold Kerbel mit einem radikalen Vorschlag aufhorchen lassen. Ein verpflichtendes einjähriges Pflegepraktikum soll Interessierte in die Berufspraxis bringen und so den Personalmangel lösen und gleichzeitig den Medizinaufnahmetest ersetzen. Denn momentan
schicken wir jedes Jahr 10.000 hochmotivierte Menschen nach Hause nach einem Prüfungstest, den sie nicht bestanden haben. Menschen, die sehr gerne im Gesundheitssystem arbeiten wollen. Und hier vergeuden wir eine Ressource und frustrieren wir junge Menschen, die wir dringend im Gesundheitssystem brauchen könnten. Aus dem Bildungsministerium kommt heute eine klare Absage. Der Aufnahmetest wird laufend evaluiert und weiterentwickelt. Zukünftig soll der eigene Block Social Skills signifikant erweitert werden. An dieser Weiterentwicklung arbeiten derzeit die medizinischen Universitäten. Junge Menschen für den Gesundheitsbereich zu begeistern, daran müsse gearbeitet werden und an einer Umkrempelung des Gesundheitssystems. Denn laut ÖGK-Obmann Andreas Huss gibt es eine Zweiklassenmedizin, verursacht durch das Wahlarztsystem. Wir müssen darauf schauen, dass wir uns nicht mit einem Wahlarztsystem die öffentliche Gesundheitsversorgung gefährden. Und das sehe ich als zukünftige Gefahr, wenn wir zu viele Wahlärzte haben, dass wir zu wenig Ärzte für das öffentliche Gesundheitssystem haben. Während intern also weiter über Problemfelder und Lösungsansätze debattiert wird, streikt draußen das betroffene Gesundheitspersonal. Und das wohl nicht zum letzten Mal. Und dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio den Präsidenten der Ärztekammer, Johannes Steinhardt, selbst Urologe mit einer Kassenpraxis seit fast 30 Jahren und lange auch Leiter eines Krankenhauses in Wien. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, danke. Herr Präsident, beginnen wir am Anfang beim Aufnahmetest für Medizinstudierende, wo sich ja alle einig sind, dass soziale Fähigkeiten bisher zu wenig berücksichtigt wurden. Sie sind gegen ein Pflegejahr als Ersatz für den Medizintest. Aber der Wiener Gesundheitsstadtrat hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass freiwilliges Engagement als Rettungssanitäter oder ein freiwilliges soziales Jahr zumindest Zusatzpunkte bringen sollten. Wäre das nicht vernünftig? Es wird wahrscheinlich schwierig sein, das objektiv einzubauen in die Systematik. Warum? Weil hier immer wieder auch die Überlegungen sind, sind die sozialen Unterschiede zwischen den Bewerbern dann gegeben? Und schlägt sich das durch, wenn jemand sehr einfach zum Beispiel notwendig hat, dass er in den Ferien arbeitet, damit er sein Studium finanziert, dann kann er relativ schwer in solche Praktika einsteigen. Also ich habe jetzt solche Studien gelesen, da gibt es wirklich schon von der Universität hervorragende Analysen zu diesem Thema. Und daher kann man hier, glaube ich, nicht nur so über den ersten Schuss das sprechen, sondern man muss es, glaube ich, sehr genau ansehen, ob es wirklich den erwünschten Effekt gibt. Gut, jetzt gleichzeitig gibt es diesen Test ja jetzt seit 9 Jahren und man weiß, dass soziale Fähigkeiten da zu wenig berücksichtigt werden, dass man möglicherweise jedes Jahr Hunderte oder Tausende Interessierte wegschickt, die vielleicht ganz tolle Ärztinnen oder Ärzte wären, aber die bei den Dingen, die da abgefragt werden beim Test, halt nicht so toll sind, dass sie unter die besten 1.800 kommen. Ich denke, dass es hier durchaus immer wieder die Möglichkeit zur Weiterentwicklung gibt. Und das haben wir auch angesprochen. Das ist aber auch das Bestreben derjenigen, die sich damit beschäftigen, den Test immer wieder zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Aber es ist nun mal ein Problem, wenn wir eine Auswahl treffen müssen. Mir bricht das Herz. Mir bricht das Herz, dass manchmal sehr, sehr gute wahrscheinlich hier ein System nicht überstehen oder nicht hineinkommen. Aber die Problematik ist doch immer wieder, jede Systematik, die wir dort anwenden, führt manchmal zu nicht idealen Situationen. Die Ärztekammer warnt ja mit drastischen Worten von einem drohenden Ärztemangel in Österreich. Gleichzeitig sind sie aber dagegen, dass es mehr Studienplätze für Medizin gibt. Wie passt das zusammen? Weil wir nicht dort den Engpass haben, sondern wir produzieren entsprechend dem, was wir gut können und aber was wir brauchen. Wir haben nachher das Thema. Nachher ist das Thema. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil dann in dem Fall Ihr Archiv auch meines ist, weil es bestätigt, dass wir seit 15 bis 20 Jahren eindeutig immer darauf hingewiesen haben, dass uns ein Ärztemangel aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und dem Alter unserer Kolleginnen und Kollegen hier drohen kann. Wir haben das immer gesagt, wurden immer ignoriert und das setzt sich halt jetzt leider unangenehm durch. Aber das Gesundheitsministerium sagt, es gibt gar keinen Ärztemangel, weil es sind in den letzten 20 Jahren ist die Zahl der ausgebildeten Medizinerinnen um 55% gestiegen, das ist 5-mal mehr, als die Bevölkerung gewachsen ist. Es gibt große Lücken in bestimmten Fächern, aber da ist die Ärztekammer wiederum dagegen, den Ausbildungsschlüssel zu ändern. Ich glaube, eine Änderung des Ausbildungsschlüssels ist nicht die Lösung, dass ich jetzt sofort dort mehr Ärztinnen und Ärzte bekomme, sondern man wird sich mal nachdenken müssen, und das ist unsere Forderung immer wieder gewesen, eine Attraktivierung, hat übrigens auch der Herr Minister heute angesprochen, eine Attraktivierung solcher Stellen, dass es hier auch wirklich
positiv besetzt ist, für junge Kolleginnen und Kollegen dort tätig zu werden. Wenn man natürlich jetzt sich anschaut, wie das Gesundheitssystem in manchen Bereichen sich derzeit darstellt, viel Bürokratie, viele unflexible Lösungen, dann werden wir ein Problem haben, mit der jetzigen Generation einen guten Schritt in die Zukunft zu machen. Jetzt andererseits gibt es die Probleme ja nicht in jedem Bereich. Es sind in Österreich rund 300 Kassenarztstellen unbesetzt. Gleichzeitig ist die Zahl der Wahlärztinnen in 10 Jahren um 40% gestiegen. Wahlärztinnen haben keine vorgeschriebenen Öffnungszeiten. Sie können ihre Honorare selber festlegen. Das ist natürlich attraktiver. Gleichzeitig kann man trotzdem die Rechnungen ja bei der Kasse einstreichen. Jetzt hat der ÖGK Obmann vorgeschlagen, diese Refundierung für Wahlärzte von der Kasse zu streichen, damit mehr Wahlärztinnen sich einen Kassenvertrag holen. Dass Sie als Ärztevertreter dagegen sind, ist nachvollziehbar, aber könnte das nicht doch helfen? Nein, ich muss nicht per se dagegen sein. Ich bekenne mich eindeutig zur solidarischen Krankenfinanzierung. Ich bin selber Kassenarzt aus Überzeugung, habe also damit überhaupt kein Problem. Das Thema ist aber, wenn ich das dort mache, dann spalte ich eigentlich die Gesundheitsleistung noch mehr auf. Die Wahlärzte werden deshalb, nur wenn man die Refundierung wegnimmt, nicht in den Kassenbereich gehen, sondern sie werden als Privatärzte arbeiten. Und es wird funktionieren. Und daher, glaube ich, ist dieser Vorschlag, und bin auch tief davon überzeugt, kontraproduktiv. Das Einzige, was hilft, ist nicht Druck aufbauen, sondern Zug aufbauen. Das heißt, es muss der Kassenbereich so attraktiv sein, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen dort hinein wollen. Und darum bemüht man sich leider zu wenig. Gut, das heißt aber letztlich fast immer mehr Geld. Jetzt, das wäre in allen Berufen irgendwie so, dass wenn man mehr Geld bezahlt, kriegt man leichter Arbeitskräfte. Aber irgendjemand muss es ja auch zahlen. Bin bei Ihnen, aber mehr Geld wäre... Es ist interessant, dass das überhaupt so ein großes Problem ist. Seit circa 1,5 Jahrzehnten sind wir eigentlich konfrontiert mit der Aussage, im Gesundheitssystem eine einzige Interessenslage, Einsparung. Kostendämpfung, Einsparung, da gibt es diversesten Vokabeln. Wir haben zu viele Intensivbetten, wurde geradezu zynisch von der Pandemie bewiesen, dass wir sehr wohl diese Notwendigkeit haben, weil wir haben dann gesehen, wenn Sie sich erinnern an Italien zu uns, der Vergleich mit den Intensivbetten, wie wichtig es ist, dass wir diese Dinge vorhalten. Und genauso ist es hier, dass wir halt bei den Ärztinnen und Ärzten schauen müssen, natürlich eine entsprechende Finanzierung, aber auch Abbau von Bürokratie, Flexibilisierung. Wir werden immer weiblicher in der Medizin. Wir müssen anbieten für Damen und Frauen, dass sie hier die Familie gut betreuen können, wenn das ein Thema ist. Und wir wissen alle, dass das oft mit dem Lebenslauf verbunden ist und das müssen wir darstellen und auch anbieten. Aber für das gibt es ja irgendwie sehr wohl ein Modell, nämlich die sogenannten Primärversorgungszentren. Das Projekt gibt es jetzt seit einigen Jahren. Da sollen sich mehrere Ärztinnen zusammentun, also eine Art Gruppenpraxis, so ein Zwischending zwischen der normalen Ordination und der Ambulanz. Da sollte es 75 davon schon geben, letztes Jahr in ganz Österreich. Es gibt nicht mal die Hälfte davon. In 3 Bundesländern gibt es gar keine, weil sich einfach nicht genügend Ärztinnen zusammentun. Warum nicht? Ich glaube, dass wir manchmal die falschen Voraussetzungen haben. Man müsste PVEs, auch so wie die Primärversorgungseinheiten auch heißen, anbieten, dass sie vielleicht auch mit 2 Partnern beginnen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Es wird uns immer wieder abverlangt. Das Ministerium, das hilft nichts, weil die Grundidee ist ja, dass zum Beispiel die Öffnungszeiten länger sein sollen als bei einer Einzelordination. Ja. Das wird man zu zweit nicht hinkriegen. Ja, zu zweit können sie auch schon länger sein und sie können dadurch schon aufbauen. Sie müssen einen Betrieb aufbauen, der passiert nicht von heute, ich sperre auf und funktioniert, sondern es muss eine Zeit lang aufgebaut sein. Die besten Modelle, und wir haben eigentlich die meisten jetzt in Wien an Primärversorgungseinheiten aufgebaut, sind die Modelle, die wir aus bestehenden Gruppenpraxen entwickeln. Von dort kommt unsere Überlegung, warum wir sagen, lass es entwickeln, weil es nicht von einem Tag am anderen funktioniert, ein Team von 3 Menschen, die sie unter Umständen vorher noch nicht wirklich kannten, in eine Einheit zusammenzuspannen, sondern weil einmal eine Partnerschaft einmal funktionieren ist und dann kann man erweitern. Ich glaube, man muss hier einfach ein bisschen mehr einen evolutionären Gedanken hineinbringen. In den Spitälern ruft die Ärztekammer seit Neuestem dazu auf, vor allem in Wien, dass die Ärzte Gefährdungsanzeigen einreichen und auch an die Kammer schicken sollen. Da sagt jetzt der Gesundheitsverbund in Wien, die Kammer verschärft damit das Problem, weil sie überhaupt nicht zur Lösung beiträgt, sondern eigentlich nur MedizinerInnen davon abschreckt, im Spital zu arbeiten.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich kann hier die Aussage nicht nachvollziehen. Es geht darum, dass wir einfach immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es im System Probleme gibt. Wir wurden ignoriert, wir wurden einfach an den Rand gedrängt. Jetzt gibt es die Probleme, die Gefährdungsanzeigen poppen auf. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass wir hier mal Klarheit im System bringen, was wir korrigieren müssen. Und es wird über weite Strecken vieles von dem betreffen, was wir bereits gesagt haben. Sagt der Präsident der Ärztekammer, das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet und doch recht deutlich gekürzt. Was der oberste Ärztevertreter noch zur aktuellen Corona-Situation sagt und zu den Problemen bei Mutter-Kind-Pass, das können Sie nach der Sendung im ZIP2-Podcast hören und in der DVDX sehen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft würde vor allem die ÖVP verfolgen, klagt man seit Jahren in der Volkspartei. Seit heute steht die WKStA allerdings mit einem prominenten ehemaligen Grünpolitiker vor Gericht. Christoph Chorherr, dem langjährigen Stadtplanungsexperten der Wiener Grünen, wird vorgeworfen, er hätte sich bestechen lassen, und zwar mit Spenden für ein Sozialprojekt in Südafrika. Mit auf der Anklagebank sitzen auch 9 Spender, darunter einige der bekanntesten und reichsten Investoren des Landes. Alle Angeklagten bestreiten jede strafbare Handlung. Es sind heute ungewöhnliche Szenen im Wiener Straflandesgericht. Das Who ist Who der österreichischen Immobilienbranche und ein Ex-Politiker sitzen auf der Anklagebank. Konkret der frühere Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr. Daneben schillernde Persönlichkeiten wie René Benko, Michael Theuner oder Erwin Soravia. Die Vorwürfe: Amtsmissbrauch, Bestechung und Bestechlichkeit. Konkret soll Chorherr von den Unternehmern Geld gefordert oder angenommen haben für den von ihm initiierten Verein S2Arch, der Schulprojekte in Südafrika betreibt. Die Spender sollen sich im Gegenzug Vorteile erhofft haben. Es geht um 1,6 Millionen Euro, die zwischen 2011 und 2018 geflossen sein sollen. Jeder in Wien habe gewusst, dass man gegen Spenden bekomme, was man wolle, sagt die Staatsanwaltschaft heute vor Gericht. Ohne Magister Chorherr kein Projekt. So einfach ist das. Gab es also Flächenwidmungen in Wien gegen Geld für den Verein? Alle Angeklagten bekennen sich heute nicht schuldig. Chorherrs Anwalt gesteht aber einen Fehler ein, dass der grüne Planungssprecher die Obmannschaft bei dem Verein erst 2018 zurückgelegt hat. Die Grünen waren damals schon 8 Jahre in der Stadtregierung. Geheime Machenschaften habe es nie gegeben. Es wurde mit offenen Karten gespielt. Im Verdacht stehen einige der wohl größten Bauprojekte in Wien, etwa das Hauptbahnhof Business Center, das Hochhausprojekt Triple oder das umstrittene Projekt am Wiener Heumarkt rund um das Hotel Intercontinental. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Die Vorwürfe entbehren jeder Logik, auch jeder Vernunft, und es ist ja meines Erachtens ein Wahnsinn, dass der Herr Benko nicht einmal vernommen wurde. Wir haben klar aufgezeigt, dass wir eine Trennlinie zwischen den ordnungsgemäßen Flächenwidmungsverfahren und den Unterstützungsleistungen ziehen und dass kein strafbares Verhalten in irgendeiner Form hier aufgezeigt werden kann. Ungewöhnlich ist der Prozess auch für Beobachter. Verglichen mit anderen Wirtschaftskausen sei auffällig, dass Anklageschriften hunderte Seiten dick sein können. Das ist hier nicht der Fall. Die hat gerade mal um die 50. Auch das Eingangsstatement der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war sehr knapp gehalten, eher allgemein gehalten. Mir ist eigentlich vorgekommen, es würden sich alle wundern, warum Sie da sitzen. Das wurde auch zum Ausdruck gebracht von den diversen Verteidigerinnen und Verteidigern. Sehr angespannt hat mir die Situation nicht gewirkt. Bis 20. Dezember sind noch 11 Verhandlungstage geplant. Am Montag werden dann erstmals auch die Angeklagten gehört. Und wir haben jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag. Die Bundesregierung hat ein neues Krisensicherheitsgesetz vorgelegt. Damit soll der rechtliche Rahmen für eine verbesserte Koordination und Krisenbewältigung geschaffen werden. Es sieht auch den Bau eines permanenten Lagezentrums vor. Die Opposition kritisiert fehlende Einbindung und lässt offen, ob man zustimmen will. Nach dem Ende der Betriebsversammlungen bei den Eisenbahnern hat heute der ÖBB-Chef angekündigt, eine der wichtigsten Forderungen der Gewerkschaft erfüllen zu wollen. Ab dem kommenden Jahr soll es bei den ÖBB einen Mindestlohn von 2.000 Euro geben. Damit will man auch dem Personalengpass entgegenwirken.
Österreich wird sein Budget für die internationale Klimafinanzierung deutlich erhöhen. Das hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute bei der Weltklimakonferenz in Ägypten angekündigt. Österreich stellt bis Ende 2026 zusätzliche 220 Millionen zur Klimafinanzierung bereit. Ex-FIFA-Präsident Josef Blatter kritisiert heute ungewöhnlich deutlich die WM-Vergabe an Katar, nennt sie sogar einen Irrtum. Die Wahl, Katar als WM-Gastgeberland auszusuchen, sei schlecht gewesen. Er habe als damaliger Präsident die Verantwortung getragen. Der Grazer Stadtrechnungshof warnt, die steirische Landeshauptstadt könnte bald zahlungsunfähig sein. Die Grazer Stadtkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ versucht zu beruhigen. Die Finanzsituation sei aufgrund der aktuellen Teuerung zwar angespannt, aber das Budget für heuer und nächstes Jahr sei gesichert. Und zur drohenden Pleite von Graz ist in der ZIB-Nacht heute noch Finanzstadtrat Manfred Eber von der KPÖ zu Gast im Studio ab 23.27 Uhr in ORF 1. Und in Norwegen zieht sich die älteste Tochter von König Harald, Prinzessin Märtha Louise, von allen royalen Aufgaben zurück und darf das Königshaus nicht mehr öffentlich vertreten. Der Hintergrund dürfte ihre umstrittene Beziehung zu einem selbsternannten Geistheiler sein. Die esoterische Prinzessin bezeichnet sich selbst als Hellseherin, die mit Engeln in Kontakt steht, und sie ist mit einem US-amerikanischen Schamanen verlobt, der behauptet, dass Menschen selber entscheiden, ob sie Krebs bekommen, und der Online-Schmuckstücke gegen Corona verkauft. Das sorgt für ziemliche Kontroversen. Die Beliebtheit der Königsfamilie ist zuletzt um 17% gesunken. Aber das hat die Prinzessin ja sicher vorhergesehen. Das Wetter. Es ist Vollmond und besonders im Berg- und Hügelland kann man ihn heute Nacht gut beobachten. Über den Niederungen liegen hingegen weiterhin Nebel und Hochnebel. Diese sind morgen zäh, im Osten oft beständig, und im Nebel bleibt es kühl. Außerhalb des Nebels ist es zunächst sonnig, teils föhnig und mild. Tagsüber werden die Wolken im Westen dann dichter und am Abend beginnt es zu regnen. Am Donnerstag räumt Westwind die Nebelfelder aus, gleichzeitig ziehen aber dichte Wolken und Regenschauer durch. Am Freitag bringt ein Hoch dann schon wieder viel Sonnenschein und es bleibt mild. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in ORF 2 setzt sich kreuz und quer jetzt mit einem besonderen US-amerikanischen Glaubenskrieg auseinander. Es geht um den Gebrauch von Schusswaffen. Begleitet wird ein evangelikaler Prediger, der gleichzeitig Anhänger der Waffenlobby in den USA ist. Er wird konfrontiert mit der Mutter eines bei einem Schusswaffenattentat getöteten Kindes. Ob sie seine Überzeugungen erschüttern kann, zeigt nun die Dokumentation »Die Waffen des Lichts«. Das jetzt in Kreuz und Quer, und inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend und trotz Vollmond eine gute Nacht. Auf Wiedersehen, bis morgen.